Karl besitzt dreimal so viel Geld wie Brigitte. Aber würde Karl Brigitte 115 Euro geben, so hätten sie beide denselben Geldbetrag. Frage, wie viel Euro besitzt Brigitte? Nennen wir x die Anzahl Euro von Karl und y die Anzahl Euro von Brigitte. Was wir suchen, ist diese Zahl y. Karl besitzt dreimal so viel Geld wie Brigitte, woraus wir schließen, dass x das Dreifache von y sein muss. Hier steht, wenn Karl Brigitte 115 Euro gibt, was bedeutet von der Anzahl Euro von Karl, wird 115 abgezogen und zu der Anzahl Euro von Brigitte wird 115 addiert. Dann haben Sie denselben Geldbetrag. Was bedeutet, dass x minus 115 dasselbe ist wie y plus 115? In dieser zweiten Gleichung können wir also x durch 3y ersetzen und somit erhalten wir diese Gleichung. Gleichung, in der wir minus 115 rechts vom Ist-Zeichen setzen, da wird das plus 115 und dieses y setzen wir links vom Ist-Zeichen, da wird das minus y und somit erhalten wir diese Gleichung. Was also bedeutet, dass zweimal y dasselbe ist wie 2 mal 115. Und darauf schließen wir sofort, dass y 115 sein muss. Also ist Antwort A die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.